Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, am Ende des Kolosserbriefes schreibt Paulus an seine Leser und damit auch an uns, wenn wir die Bibel lesen. Lasst nicht nach im Beten. Seid dabei wachsam und dankbar. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort und für das Geheimnis Christi predigen können, für das ich im Gefängnis bin, schreibt Paulus hier. Betet, dass ich es wieder offenbaren und verkündigen kann, wie es meine Pflicht ist. Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden. Nutzt die Zeit. Und dann kommt der Vers, der der Monatsspruch für Mai ist. Eure Worte seien immer freundlich, doch mit Salz gewürzt. Denn ihr müsst jedem in der rechten Weise antworten können. Dazu drei Punkte. Erstens, eure Worte. In letzter Zeit höre ich immer wieder, dass wir die Botschaft, dass Jesus uns liebt und wir zur Umkehr in sein Reich eingeladen sind, durch Taten weitergeben sollen, indem wir besonders liebevoll und hilfsbereit sind. Und ja, das ist auch sehr wichtig, doch hier steht explizit von den Worten. Das Weitererzählen von Jesus ist ja vielleicht etwas in Verruf geraten, vielleicht auch, weil wir manchmal in der Mission zu aufdringlich waren. Und deshalb ist der zweite Punkt wichtig. Seid dabei freundlich und respektvoll, schreibt Paulus. Also von Jesus reden, ja, aber freundlich, liebevoll. Und drittens, mit Salz gewürzt. Kein langweiliges Geschwafel, sondern die Herausforderung ist es ja, die heilige Faszination Gottes weiterzugeben. Und wir merken auch bei Bibel-TV, das ist nicht so einfach. Und Paulus ruft uns auf, dafür zu beten. Danke auch allen, die dafür Bibel-TV, für die Evangelisation beten. Und ermuntert uns in unseren eigenen Worten, freundlich und gewürzt, denen Antwort zu geben, die auf der Suche sind. Eure Worte seien immer freundlich, doch mit Salz gewürzt.